Hallo Tierfreunde und willkommen zu diesem Vlog. Ja, das wird seit langem mal wieder ein Vlog, bei dem ich mir vorher nicht genau überlegt habe, was ich alles sagen werde. Das heißt, es könnte ziemlich lang werden oder eben auch nicht. Ja, schauen wir mal. Und zwar wurde ich von der kleinen Coco getaggt und zwar mit dem 5 Lieblingsgewürze-Tag. Ja, lest ihr eigentlich auch immer Tag statt Tag, wenn ihr so ein Video findet? Na egal. Ja, und zwar gleich mal zu Anfang, wen ich als nächstes tagge, also wer als nächstes diese Art von Video machen soll. Und zwar hätte ich gern den Sebastian von Ruhrpott Vlog, dann den Martin von Carb the Vegan Up. Ich glaube, du hast so eine Art Tag-Video, glaube ich, noch nicht gemacht. Aber ist egal, ist halt das erste für dich. Und Lars und Alexandra von Rohe Energie, ja, würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, und wie der Titel schon sagt, geht es hier um die 5 Lieblingsgewürze bzw. Lieblingskräuter, denn ja, die zählen da auch schon irgendwie mit rein. Und ich zumindest würde sagen, dass sowas wie Würzsoßen und sowas in der Richtung auch dazu gehören. Ja, sind bei mir jetzt nicht dabei, aber egal. Ja, ich fange mal an. Vlog. Ja, mein erstes Lieblingsgewürz ist Kumin. Und ja, stehe ich ehrlich gesagt total drauf, mehr als auf diese Curry-Mischung, wo dann auch noch Kumin mit dabei ist und noch tausend andere Sachen. Und ja, die Curry-Mischung wisst ihr ja, glaube ich, aus meinen Videos auch, dass ich die mir lieber selber zusammenstelle. Und Kumin ist auf jeden Fall immer dabei. Ja, wenn ich auch mal zum Beispiel irgendwie ein Reisgericht habe und ich habe gerade keine Idee, wie ich das würzen soll oder keinen Bock, 10 Gewürze da rein zu machen, dann einfach ein bisschen Kumin rein. Vielleicht noch ein bisschen Kurkuma und das reicht mir dann schon. Oder auch wenn ich mir Kitscheri koche und auch da keine Lust habe, irgendwie 1000 Gewürze reinzumachen, dann Kumin und alles ist gut. Also ich finde auch, das kann man wirklich vielseitig einsetzen und ich finde den Geruch einfach super geil. Ja, meine Linsenbratlinge mache ich auch immer Kumin rein, denn es soll ja auch irgendwie die Verdauung verbessern, zumindest im Zusammenhang mit den Linsen. Aber ob das wirklich 100%ig stimmt, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht recherchiert. Wurde mir bloß mal erzählt und ja, seitdem handhabe ich das einfach so. Außerdem finde ich es lecker, also ist mir das in dem Fall dann auch egal. Aber Kumin wird ja auch Kreuzkümmel genannt. Und von Kümmel sagt man ja auch, dass der irgendwie ja, die Verdauung so ein bisschen vereinfacht. Bei Kohl zum Beispiel. Also denke ich, dass es das Gleiche ist auch, ja, bei Linsen, deswegen mache ich es eigentlich an Linsengerichte, ja, immer ran. Ja, das zweite Gewürz, beziehungsweise das zweite Gewürzkraut ist Salbei. Soweit ich weiß, gibt es das nicht zu kaufen, also zumindest nicht im Gewürzregal zu kaufen. Also verbessert mich, wenn das nicht so ist, ich habe es bisher jedenfalls noch nicht gefunden. Und auch in keiner Küche, in der ich bisher gearbeitet habe, gab es irgendwie Salbei als Gewürz, also eigentlich immer nur, wenn überhaupt, als Tee. Ja, ich bin da vor kurzem drauf gekommen, weil ich im Garten einen riesigen Salbeibusch habe und der hat schon irgendwie die anderen Kräuter, die neben ihm standen, so ein bisschen, ja, erdrückt sozusagen. Also da stand irgendwie Thymian und Schnittlauch und der ist da schon halb rüber gewachsen. Deswegen haben wir radikal mal alles weggenommen und die Blätter habe ich halt zu Hause getrocknet. Und so viel Salbeitee kann man, glaube ich, gar nicht trinken. Das war so eine große Tischfläche voller Salbeiblätter. Deswegen habe ich den einfach mal fein gemahlen, also als er getrocknet war, fein gemahlen und habe angefangen damit zu würzen. Und ich fand, das war wirklich super lecker. Also ich habe, glaube ich, auch ein, zwei Mal das schon in Kochvideos verwendet, an Kartoffelbrei gemacht und an Suppen. Und ich finde das einfach super, super lecker. Letztens habe ich das zum Beispiel auch in die Gemüsebrühe reingemacht, die ganzen Blätter dann in dem Fall. Und ja, ich finde, das gibt so eine ganz eigene Note, was ich so, ja, bisher einfach noch nicht kannte oder so benutzt habe. Also Salbei ist da echt so ein Kraut, was da irgendwie immer nur als, ja, als Hustentee verkommt, finde ich zumindest. Ja, und da kann man auf jeden Fall noch sehr viel mehr draus machen. Also zum Beispiel, wie schon gesagt, zu Kartoffeln passt das sehr gut, zu Reisgerichten und so ziemlich alle klaren Suppen kann man auch immer so ein bisschen Salbei reinstreuen. Ja, finde ich wirklich super lecker. Obwohl ich mich erinnere, es gibt ja auch wirklich Gerichte mit Salbei. Ich weiß aber nicht mehr genau, was das war.
Ich erinnere mich nur, dass man irgendwie was eingerollt hat. Das war irgendwas mit Fleisch, glaube ich. Wo dann irgendwie so ein Salbeiblatt reingelegt wurde oder so ähnlich. Ja, aber ich habe es, wie gesagt, noch nie als Gewürz als solches, also als kleingerebeltes Gewürz irgendwo gesehen. Ja, das dritte Gewürz ist Chili. Und ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich meinen Chili-Konsum wirklich sehr reduziert. Denn ich habe beobachtet, dass ich wirklich in Zeiten, in denen ich viel Stress hatte, dass ich da einfach sehr viel mehr Chili gegessen habe, um das halt irgendwie auszugleichen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, warum das so ist. Es war irgendwie, ja, unbewusst. Ja, und das hat sich halt auch nicht so positiv auf meine Verdauung ausgewirkt. Deswegen habe ich es einfach so ein bisschen reduziert. Und seitdem geht es auf jeden Fall sehr viel besser. Ja, ich habe vor Jahren mal eine Ayurveda-Beratung mitgemacht. Und ja, an die meisten Details kann ich mich nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Wie gesagt, es ist eine Weile her. Allerdings hat er auch eine Sache zum Thema Chili gesagt, die ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Und zwar meinte er, dass Leute, die viel Chili essen, sozusagen die Schärfe in sich reinfressen, lieber dafür sorgen sollten, dass das Feuer rauskommt. So in etwa hat er das jedenfalls gesagt. Und ich zumindest für meinen Teil muss sagen, dass ich in den letzten Jahren auch durch meine YouTube-Videos wirklich so eine Wandlung durchgemacht habe, wo ich dann halt eher Sachen ausspreche, also das Feuer rauslasse und es weniger in mich hineinfressen muss. Ergibt das irgendwie Sinn? Nein. Jedenfalls kann das auf jeden Fall auch ein Grund sein, warum ich einfach meinen Chili-Konsum ein bisschen reduziert habe. Allerdings muss ich sagen, esse ich immer noch sehr gerne scharf. Versuche es halt, wie gesagt, in Grenzen zu halten und nicht jedes Gericht mit Chili zu würzen, sondern wirklich nur jedes vierte oder so. Ja, ich muss allerdings auch sagen, dass ich Chili-Pulver gar nicht mehr so gerne mag. Also damit kriegt man seine Speisen zwar schön scharf und ja, scharf halt. Allerdings, ja, so richtig Geschmack ist da nicht hinter. Und zwar habe ich hier ein Öl, das habe ich angesetzt aus der gelben Habanero Chili. Ja, die hatte ich mir vor Jahren mal gekauft. Irgendwo in so einer kleinen Mixpackung mit verschiedenen anderen Chilis. Habe mir die Samen aufgehoben. Und jetzt habe ich einen riesigen Busch in meinem Arbeitszimmer, wo halt diese Chilis dran wachsen. Und ich finde, der Geschmack von der Habanero Chili ist wirklich unschlagbar. Also da kann man auch wirklich einen Tropfen ranmachen und trotzdem riecht man diesen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, diesen Habanero-Chili-Geruch. Ja, finde ich total oberlecker und da muss man sein Essen gar nicht super scharf mitmachen, allein schon dieser Geschmack, der dann dabei rauskommt, ja, den finde ich schon super klasse. Ja, und soweit ich mich erinnere, stand damals auf der Packung drauf, dass Habanero die zweitschärfste Chili ist, wahrscheinlich nicht der Welt, aber zumindest in diesem Mix in der Packung. War es die zweitschärfste und das stimmt doch wirklich, also ich meine, hier liegen jetzt ziemlich viele Chilis drin, zugegeben, aber hiervon nehme ich so einen halben Teelöffel und gebe den auf so einen, ja, 3 Liter oder ein Teelöffel vielleicht und auf einen 3 Liter Topf Suppe und das ist dann schon gut scharf, also zumindest ausreichend, wenn man nicht, das gerne übertreibt. Ja, und wenn ich die Chili so benutze, also ich habe auch noch ein paar eingefroren, weil man die so schnell gar nicht aufbrauchen kann. Ich habe irgendwie so einen großen Beutel gelbe Habanero-Chilis. Wenn ich die so benutze, dann nehme ich meistens so einen kleinen Fingernagel und auf so eine Suppe und dann reicht das meistens auch schon. Ja, auf jeden Fall eine super Sache und finde ich, wie gesagt, besser als das rote Chili-Pulver. Ja, das nächste Gewürz ist die Muskatnuss. Und ja, die habe ich jetzt hier als Ganzes. Ich hatte sie ja auch mal als Pulver. Und das ist ewig her, aber irgendwer hat mich auch mal angeschrieben und hat gesagt, Muskatnuss als Pulver geht gar nicht. Allerdings hatte ich mal eine riesige Menge Muskatnuss gemahlen geschenkt bekommen. Und ja, das dauert halt trotzdem eine ganze Weile, bis man das wirklich aufgebraucht hat, obwohl man das gerne isst. Und Muskat mache ich halt meist an Kartoffelbrei, Kartoffelsuppe, Kartoffelpuffer. Also eigentlich alles aus Kartoffeln, da mache ich gerne Muskatnuss ran oder auch zum Beispiel frisch gerieben über Brokkoli ist das auf jeden Fall sehr, sehr lecker.
Ja, eigentlich zu vielen Gemüsen passt das, finde ich. Auch zu Pastinake zum Beispiel, zu Blumenkohl. Und ja, ich bin ein riesiger Fan von Muskatnuss, muss ich sagen. Ja, der Vorteil war bei dem Pulver, dass man wirklich immer so einen, sagen konnte, so einen halben Teelöffel in die Suppe und fertig. Ja, hierbei muss man halt ein bisschen reiben. Also ist auf jeden Fall nichts für Faule. Allerdings, das Aroma ist natürlich auch sehr viel stärker, als wenn ihr das als Pulver habt, logischerweise. Es ist allerdings auch ein bisschen anstrengender. Aber nun gut. Ja, das fünfte Gewürz, beziehungsweise Krautmischung, ist Kräuter der Provence. Ja, mag ich wirklich sehr gerne in allen Suppen, in allen mediterranen Gerichten und auch nicht mediterranen Gerichten. Also eigentlich mache ich das ziemlich oft irgendwo ran, wenn ich einfach gerade nicht weiß, mit was würze ich das jetzt. Ja, ich habe die meisten Kräuter hier auch einzeln zu Hause, also Thymian, Basilikum und so weiter und Rosmarin. Allerdings, ja, wenn ich halt gerade so wie mich beeilen muss oder gerade zu faul bin, mir irgendwie auszudenken, was mache ich jetzt rein für Gewürze, dann nehme ich halt einfach hier einen Teelöffel und dann ist gut. Ja, mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Gibt es auch verschiedene Mischungen von. Ich hatte jetzt gerade von Sontor diese kleinen Tütchen, die ich in meiner Veganbox hatte, hatte ich gerade nochmal eine Kräuter der Provence Mischung und ja, die fand ich wirklich nochmal sehr viel besser als das, was ich hier habe. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wo ich das gekauft habe, denn ja, ich filme das ja alles, wie ihr gesehen habt, immer in meine eigenen Gläser rein, sonst gibt das ein totales Chaos in meinem Gewürzschrank. Aber egal, mag ich trotzdem sehr gerne. Ja, also Tomatensuppe, auf jeden Fall. Tomatensuppe, Pizza, ja, also eigentlich alles, wo irgendwie Tomaten dabei sind, immer auch Kräuter der Provence dazu, also wenn ich die Tomatensauce mache für die Pizza oder Lasagne oder ich habe keine Ahnung, halt alles, was irgendwie mit mediterraner Küche zu tun hat, dann ist Kräuter der Provence auf jeden Fall genau das Richtige. Ja, das war es jetzt irgendwie schon. Ging jetzt doch schneller, als ich dachte irgendwie, also vielleicht, aber 10 Lieblingsgewürze wäre auch ein bisschen blöd gewesen, dann hätte man sein ganzes Gewürzregal teilweise durchgehabt. Ja, was machen wir denn jetzt noch? Oder machen wir schon Schluss? Tja, dann machen wir jetzt noch, nachdem wir meine 5 meist geliebten Gewürze gemacht haben, machen wir jetzt einfach noch hinten dran meine 5 meist gehassten Gewürze. Das ist auf Platz 1. Kümmel. Fragt mich nicht, warum ich das zu Hause habe. ja, Dittin mag das eigentlich sehr gerne. Allerdings ich überhaupt nicht. Also, ich glaube, sie hat es einmal benutzt und hat das Gericht dann auch alleine gegessen. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Mich haben auch schon einige angeschrieben, wenn ich irgendwie Kohlgerichte gemacht habe oder irgendwas, wo Kümmel eventuell zugepasst hätte. Ich glaube, Frank hieß er. Wirklich? Haben dann geschrieben, macht er da Kümmel ran? Oder ich mache da immer Kümmel ran. Oder sage ich immer, ja, kann ich ranmachen, esse ich dann aber nicht mehr. Also Kümmel ist wirklich eins der Gewürze, die ich nicht runterkriege. Also ich höre eigentlich auch auf zu essen. Also so, vielleicht so in kleiner Menge und wenn das dann wie mit anderen Gewürzen oder mit auf eine große Menge gemacht wurde und ich das nicht so hundertprozentig schmecke, dann geht es vielleicht sogar noch. Noch viel schlimmer sind die Kümmelkörner, wenn ich darauf beiße, dann ist alles vorbei. Ja, ich erinnere mich mal an ein Erlebnis aus meiner Kindheit. Da waren wir irgendwo in der Nähe von Rostock, Warnemünde, irgendwo am, weiß ich nicht mehr, aber also in meiner Erinnerung jedenfalls war da nichts. Also da war einfach nur Promenade, ich weiß nicht mehr, ob das am Strand war. Ich glaube, das war irgendwo in der Nähe vom Strand. Und da war einfach nichts. Also da war, ja, weiß nicht, da war einfach nichts. Und ich hatte Hunger. Und ich habe Papa, Papa, ich habe Hunger, Papa, ich habe Hunger. Ja, aber halt, da war nichts da. So, und dann irgendwann gab es dann so ein kleiner Wurststand. Also ich habe als Kind ja noch Fleisch gegessen, wisst ihr ja. Da kam so ein kleiner Wurststand und dann Bratwurst halt. Und da so, ja, nicht was zu essen. Und das war Thüringer Bratwurst. Ich dachte, scheißegal, hab's auch was zu essen.
ich wusste ja nicht, was Thüringer Bratwurst ist. Und jedenfalls habe ich dann diese Bratwurst gekriegt und da reingebissen und dachte so, Papa, da ist irgendwas Ekliges drin. Ja, da waren halt ganze Kümmelkörner drin und so wie ich mich erinnere, auch nicht gerade wenig. Ich weiß nicht mehr, ob ich die Bratwurst dann doch aufgegessen habe, weil ich so hungrig war. Oder ob ich sie dann meinem Vater gegeben habe. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nur noch, dass das einfach ein schreckliches Erlebnis war, weil es gab einfach nichts anderes zu essen. Da war, wie gesagt, nur eine poplige Wurstbude und die hatte halt nur Kümmelwürstchen. Ja. So viel dazu. Kümmel, ein schreckliches Gewürz. Zumindest für mich. Ich weiß nicht, verstehe mal nicht, wie Leute das essen können. ja. Egal. Nummer 2 habe ich jetzt nicht hier, Gott sei Dank. Das ist Meerrettich. Boah. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll, außer boah. Auf Arbeit machen da einige oft rote Beete mit Meerrettich. Ja, weil Meerrettich angeblich gut zu rote Beete passt. Es gibt ja auch diesen Meerrettich-rote Beete-Auftrich, also haben da wahrscheinlich ziemlich viele die Meinung von. Aber ich finde, Meerrettich passt einfach zu nichts, weil Meerrettich schmeckt einfach furchtbar. Es hat diesen scharfen, also es ist ja auch scharf, ne, wenn man das so isst, ist das ja auch scharf. Es hat diesen scharfen Geschmack, aber mit so einem Beigeschmack dabei, der mir immer irgendwie die Nasenhaare, ja, einkräuseln lässt oder irgendwie so. Also ja, ich finde den Geschmack einfach fürchterlich. Ja, deswegen kann ich auch Wasabi zum Beispiel überhaupt nicht ab. Ja, das wäre jetzt auch noch ein anderer Platz gewesen, aber ist glaub ich irgendwie jetzt gleich, oder? Ich weiß nicht genau. Ich habe mich damit nie beschäftigt, weil ich es einfach nicht mag. Okay, nächster. Ja, Gewürz Nummer 3 ist Curry. Ja, und das würde schon mal gehen. Also ich könnte es irgendwie auch essen. Es ist jetzt nicht so schlimm wie Kümmel oder Meerrettich. Also wenn zum Beispiel, weiß nicht, bei uns auf Arbeit am Buffet nur ein veganes Gericht ist, passiert ja auch mal ab und zu, und das ist ausgerechnet ein Curry und ich möchte gerne was Warmes essen, dann kann ich auch mal Curry essen. Aber freiwillig im Grunde würde ich das nie essen. Ja, also allein schon, wenn irgendwo steht an der Karte, heute gibt's, weiß ich nicht, Möhren-Curry, Kürbis-Curry, ja, dann gucke ich immer erst die ganze Speisekarte durch, ob ich was anderes Veganes finde, dass ich ja nicht das Curry essen muss. Ich weiß nicht warum, aber ich mag diese vorgefertigte Mischung nicht. Die kommt ja, wie einige von euch vielleicht nicht wissen, nicht aus Indien, sondern aus England. Zumindest, soweit ich mal gelesen habe, wurde die da so zusammengestellt. Und das ist jetzt sozusagen unsere Curry-Mischung. Ja, und die mag ich halt einfach nicht. Die hat diesen typischen Curry-Geschmack halt, so wie auch auf einer Currywurst. Naja gut, schon ein bisschen anders. Aber ja, kann ich einfach nicht leiden. Und in Indien ist es ja sowieso so, dass die Bereiche, also die Wohngebiete sich unterscheiden in ihren Currymischungen und die Familien sich unterscheiden in ihren familientraditionellen Currymischungen. Also eigentlich wird da jede Currymischung frisch selber gemacht und nicht irgendwie fertig gekauft, dass es überall gleich schmeckt. Das ist ja eigentlich nur bei uns in unseren Zivilisationsgebieten so. Ja, und das mache ich ehrlich gesagt auch so. Wisst ihr auch mal, ich habe eigentlich mal ein oder zwei Curries, ich weiß es gar nicht, gemacht, wo halt, ja, wo ich halt das selber zusammengemischt habe aus Kumin, Kurkuma, Muskat kann da rein, Ingwer, weiß nicht, Kardamom, Zimt, ja, und so weiter und so fort. Gibt es da noch etliche Gewürze auf jeden Fall. Und da kann man sich seine Lieblingsmischung einfach selber zusammenstellen und dann schmeckt einem das selber auch. Meistens jedenfalls. Naja, aber wie gesagt, im Notfall könnt ihr es auch mal essen, aber muss nicht unbedingt sein. Nummer 4 ist
Liebstöckel habe ich jetzt auch nicht hier, zum Glück. Ja, Liebstöckel ist auch bekannt unter dem Namen Maggikraut. Vielleicht kennt ihr das darunter auch. Und wenn ihr das im Garten habt, das ist so eine große, naja, leicht übertrieben, eine große Pflanze mit solch, kann man das sagen, Petersilien-ähnlichen Blättern. So, mehr oder weniger irgendwie. Jedenfalls halt mit so grünen Spitzen, die ja halt zum Würzen genommen wird. Das Ding ist halt, das ist so ein Riesenbusch, wie schon gesagt. Und der wird auch immer größer. Und der geht auch nicht mehr so leicht weg, soweit ich weiß. Also zumindest nicht so einfach. Und dann steht man zu Hause und kocht für die Familie 10 Liter Suppe. Und dann geht man raus in den Garten und zu seinem Liebstöckelbusch, um ein bisschen für die Suppe ein bisschen Gewürz zu nehmen. Und dann nimmt man so einen Zweig. Danke, Natur. Ja, ich finde die Pflanze, ehrlich gesagt, also es ist auf jeden Fall eine schöne Pflanze, natürlich, aber für die Küche total, finde ich, total sinnlos. Also ich kann Liebstöckel auch, also ich esse auch Suppen ohne Liebstöckel drin und mir schmecken die trotzdem. Und der kleine Zweig, der da drin ist, ja gut, der macht halt ein bisschen Aroma, aber wofür habe ich denn so einen riesigen, fetten Busch im Garten? Egal, aber auch davon abgesehen, den Geschmack von Liebstöckel fand ich, glaube ich, auch nie so prickelnd. Also das hat dann irgendwie halt geschmeckt, wie Suppen immer schmecken, aber man kann halt Liebstöckel auch rauslassen, dann schmeckt die Suppe auch mal anders. Okay, ist vielleicht, klingt vielleicht ein bisschen komisch jetzt, aber ja, ich bin ehrlich gesagt nie Fan von Liebstöckel gewesen und bin froh, dass ich sowas auch nicht im Garten habe. Ja, danke Kühlschrank. Und ich habe noch nie von einem Gericht gehört, wo man wirklich mal ein bisschen mehr Liebstöckel benutzen müsste. Was auch irgendwie seltsam wäre, weil das Zeug wirklich sehr intensiv schmeckt. Und man da halt wirklich nur so ein kleines bisschen für große Mengen braucht. Ja, aber vielleicht kennt ihr ja doch so ein Gericht oder Rezept, wo man mehr Liebstöckel verwendet. Ja, könnt ihr ja mal unten reinschreiben. Würde ich auf jeden Fall mal sehr interessant finden. Nummer 5. Ja, so viele sind es dann doch nicht. Ich glaube, 4 Hassgewürze reicht auch. Wahrscheinlich, wenn ich noch länger suchen würde, würde ich wahrscheinlich noch eins finden, aber gut. Von denen, die ich wirklich oft benutzt habe oder halt nicht so oft benutzt habe oder die halt sehr bekannt sind, sind das die 4, auf die ich wirklich am meisten verzichten kann. Ja, es wäre auch doof, wenn das noch mehr wären, sonst müsste ich wahrscheinlich den Beruf wechseln. Jo Leute, das war's jetzt wirklich. Schreibt mir doch mal eure 5 Lieblingsgewürze oder eure 5 Hassgewürze in die Kommentare. Ja, ansonsten freue ich mich sehr auf die 3 Videos, die hoffentlich kommen von den 3, die ich getaggt habe. Ansonsten räuspere ich mich kurz und bis zum nächsten Video. Tschüss!